Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Danke für dein Like oder dein Abo. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Naja, Mittel. Ja, der kommt, aber jetzt merkt man, da, wenn man jetzt reintupft, oh ja, das muss so wie so eine weiche Pferdeschnauze sein. So. Ja. Also. Weiche Pferdeschnauze. Ja, und dann fängt er an zu quellen, jetzt tut man noch so... Also wie hat denn das angefangen, um überhaupt dazu zu kommen? Also, Weizen, Vollkornmehl, Roggenschrot, rein in eine Schüssel. Wollen wir denn nicht einen machen, mit richtig mit Manschen, mit Kneten? Und was nehmen wir denn für eine Schüssel? Und dürfen wir die nehmen? Ja. Komm, zack. So, da schütte ich einfach mal Weizen. Dies ist jetzt Weizenschrot. Tun hier nur so ein bisschen, mach ein bisschen. Klar, schief hier vorne. Roggenmehl. So, und dann kommt. Was war das? Weizenmehl? Ja, Weizenmehl. Entweder nimmt man also Weizenvollkornmehl und Roggenschrot oder umgekehrt. Ja. Oder man kann auch Feinmehl. Und da macht man in die Mitte hier die kleine Delle. Ja. Und da kommt jetzt die Hefe rein. Ah. Bisschen bröseln. Wie sieht die aus? Ist das Trockenhefe? So, haben wir die hier irgendwo stehen? Sekunde mal. Ha. Ja, und was ist mit Kneten und mit... Macht alles die Maschine. Ich sage, es ist ein bisschen unsinnlich. Aber da ist einem ja die ganze Freude genommen. Na ja, gut. Oder? Ich gebe das ja zu. Ich gebe das ja zu. Aber es sieht ja gut aus. Aber ich habe zwei Stück vorweg gemacht. Dies ist jetzt zu warm. Das ist sogar eins mit Körnern, wobei ich ein Rezept habe von einer Bekannten mit Honig. Das habe ich auch gemacht, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich den Honig weggelassen, aber habe die ganzen, da ist Koriander und alles drin. Wir probieren mal. Gesegnete Mahlzeit. Also ich weiß, wie er schmeckt. Ich nicht. Ist er selbst eingelegt? Nach einem Rezept, was ich mal aus einer Fischhandlung mitgenommen habe. So, und nun? Man wird ohnmächtig. Na? Wie hat Tante Anni gesagt? Gottes Wort. Das ist Gottes Wort.